Hier ist wieder eure Malwand und willkommen zu einer neuen Folge 3 Cocktails, die ballern! Wir sind noch 2 Cocktails. Ja, wo ist Mirella? Mirella? Warum hast du so große Zähne? Warum hast du so einen großen Bart? Sollen wir einfach einkaufen gehen? Können wir bitte einfach einkaufen gehen? Ich hab richtig okay, da Mirella zu viel mit ihrem Hund zu tun hat, haben wir einen Ersatz gefunden. Freddy! A.K.A. Mr. Trashpack! Hier ist es der Biomüll. Mein Name ist Mr. Trashpack. Freddy ist ja zum ersten Mal hier. Ja. 3 Cocktails, die ballern, funktionieren so, dass ich eine Zutat entscheide, die auf jeden Fall drin sein muss. Und den Rest werden wir dann selber zusammenstellen. Also jeder wird seinen Cocktail erfinden. Und dafür müssen wir auch gleich einkaufen gehen. Wollt ihr wissen, was die Zutat heute ist? Ja! Bitte nicht Kartoffel. Bitte nicht Kartoffel. Bitte nicht Kartoffel. Abend zu. Oh. Hier. Oh mein. Ich könnte die Augen aufmachen. Oh. Was ist das? Das ist einmal Glitzer und Bubbles. Juicy Bubbles. Oh, Poppable. Wir machen heute alle drei einen Bubble-Tea-Cocktail. Oh mein Gott. Oh, what? Jesus. Aber was ist das für eine Geschmackszutat? Schimmer, Raspberry. Also das ist einmal so Schimmer für, also wenn du zum Beispiel jetzt dein Getränk machst und dann das reinmachst, dann hat es so einen Schimmer. Und einmal Bubbles für Bubble-Tea. Aber können wir uns dann auch an die Spirituose halten, die da drauf steht? Könnt ihr machen. Champagne. Ihr könnt Champagne. Ich mach heftigen Champagne. Aber wir dürfen alle benutzen? Alle. Wir dürfen alle benutzen, ja. Ah, okay. A dash of green. Sharing is caring, ne? Sharing is caring. Warum habe ich ein Kissen dabei? Warum sag ich mir da was? Und ich habe verschiedene Gläser und verschiedene Strohhalme und so. Und dann lasst uns jetzt einkaufen gehen. Einkaufen gehen. Habt ihr schon eine Idee? Ja. Nein. Was? Du hast schon eine Idee? Klaro. Ich bin, also wenn ich keine, dann, ja, ich gehe einkaufen. Tschüss, danke schön. Oha. Okay, ja, ich mach spontan wieder, wa? Spontan. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass es auch Punkt fürs Aussehen gibt. Der oh ja, oh also, mein Gott. Also gib dir bitte Mühe, es muss schön. Wer hat die Regeln gemacht? Kelly, er findet alle Regeln. Ach du Heiliger. Lasst uns einkaufen gehen. Das sind interessante Übergänge. Kommst du so in die Trends? Warte mal kurz. Warte mal. Nein. Oh. Weißt du, wie ich in Trends komme? Irgendwie bin ich palutensüß. Oh. Oh. Clickbait. Kannst du mir seine Handynummer geben? Nein. Smurf. Smurf. Nein. Smurf. Freddy, lauf rein. Freddy. Hast du meine Physik mal gesehen? Was habe ich hier rein? Physik. Ich mach so richtig krasse Musik rein. Welche Musik willst du haben? Jeder lässt jetzt seine Musik aussehen. Direkt dann auf jetzt. Drake. Wenn du jetzt im Hintergrund nur Drake eingerappt hast, damit du keine Copyright-Mucke in deinem Video machen musst. Drake. Techno-Mucke, so. Weil ich bin die Moderatorin dieser Sendung. Oha, kommst du in die Mitte? Achso, ja. Why don't you just meet me in the. Oh, ihr standet aber eben noch anders. So, wir sind zurück vom Einkauf. Ey, und das ist nicht wie bei anderen YouTubern, die sagen, die waren zurück beim Einkauf, dann waren sie gar nicht beim Einkauf, sondern davor beim Einkauf, sondern sie waren wirklich beim Einkauf und sind jetzt zurück. Dazu haben wir noch was bekommen. Achso, ja, wir haben jetzt auch. Scheiße, Konzept! Hätte er mal nichts gesagt. Wir haben ein Gerät und einen Mixer haben wir jetzt auch. Oh, das ist aber ein Update vom letzten Mal. Upgrade. Und jetzt fangen wir an. Freddy, als Newcomer, was hast du für einen Cocktailzutaten gekauft? Ich habe gekauft Brombeeren. Oh, exotisch. Brombeeren. Fancy. Minze. Nein. Salbeis tut gegen Schwitzen. Dann, um das Ganze aufzupeppen, veganen Kokosblütenzucker. Weil kann ich mir ganz geil vorstellen. Freddy hat gespendet. Auf jeden Fall. Ey. Danke, dass du bezahlt hast. Rosé, weil man muss ja auch mal eine weibliche Note mit in das Video bringen. Ja. Alles hat hier eine weibliche Note, das nichts ist wirklich mega, mega bescheiden. Und dann habe ich noch gekauft einmal so einen Zitrusfrucht-Cider. Ich merke gerade aber erst, dass das Cider ist. Ich werde auf keinen Fall Cider in mein Getränk tun. Wieso der denn? Ist für mich privat, einfach nur für gute Laune beim Cocktail machen. Das brauchen wir mal zwischendurch. Und dann habe ich noch einen Cherry Blossom Tonic, den ich dazugeben werde, denn ich habe noch ein. Hey, jetzt hör mal auf, Mann! Ihr seid
in die Jury. Ich dachte, ich brauche was Weibliches, damit ich die Jury beeinflussen kann. Oh, das ist gar nicht mal so. Und dann noch ein Gin. Aber ich glaube, wir haben hier ein paar Überschneidungen, Vanessa. Ne? Von daher, soll ich mich übergeben an dich oder machst du weiter? Übergib dich auf mich. So, ich habe Ginnen. Ginnen. Sprudelnder Blütensirup. Stimmt, da überschneiden wir es auch noch. Und Blüten, also ich brauche nur die Blüten. Mit essbaren Blüten. Dann kommt noch Honig, Bitter Lemon, Gurke. Oh, shit, das hört sich besser an als bei uns. Oh Mann, das ist voll scheiße. Ich glaube auch leider irgendwie. Das ist immer der beste Moment. Warte, Zitroneneis. Ich dachte, das wäre privat für dich. Shit, da habe ich nicht dran gedacht. Was hast du gekauft? Was habe ich gekauft? Einmal für guten dich. Malibu White Rum. Geriebene Zitronenschale. Achso, ich habe übrigens auch noch Granatapfelsirup. Gerade steht hier so. Dann habe ich zu dem Malibu zum Mixen noch Pistazie-Kokos-Müllermilch. Der Milchschaum. Für oben drauf. Hallo, das passt voll gut zusammen. Weil mein Konzept hierbei ist an den Pina Colada gerichtet. Aber dann dachte ich mir, Pina Colada, das ist ja voll langweilig, wenn ich einfach nur einen Pina Colada und Bubbles drin mache. Und dann dachte ich mir so, nehme ich halt einfach Pistazie-Kokosnuss statt Kokosnuss und Ananas. Rose Gold? Oh mein Gott! Ja, deswegen habe ich doch ein Rosé geholt, weil ich dachte, da steht Rosé drauf, nicht Rose Gold. Okay. Kannst du sowas aufmachen, wo wir gerade schon bei nicht männlich sind? Oder kannst du es auch nicht? Ich kann es aufmachen! Ich kann es auch machen, aber ich fand es gerade den Moment. Oh, Kelly! Oh Gott, okay. Wow, ich bin schon mal weg, ne? Aus okay, viel Spaß! Wir sehen uns gleich, alles gut. Pflanze. Pflanze! Lampe! Ey, das war keine Lampe! Ey! And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Wer hat es geschüttelt? Keiner! Ich würde sagen. Let it bereit für mein Drink, Mädels. Let the games begin. Brombeeren. Was brauchst du? Eiswürfel. Die sind im Gefrierfach. Ja, dann hol die. So. Kommt jetzt. She licked my face. Du hattest da noch ein bisschen. Krass. Hast du da gerade reingespuckt? Was? Hast du gerade in deinen Drink gespuckt? Was? Nein. Was will ich? Was will ich? Was will ich im Leben? Ich will das hier. Warum? Pack das weg. Warum ist das leer vor allem? Das kauft man leer. Wenn man sich innen leer. Vase, das ist eine Vase. Bist du immer noch bei der Glasentscheidung? Was ist los mit dir? Ich war fertig mit meinem Drink. So, ich habe Marmelade gemacht. Ich habe keinen Plan, wie ich weitermache jetzt. Ich habe was vergessen. Ich fange nochmal neu an. Sieht so. Machst du das ab? Mach ich das nicht? Mach ich das, ja, nicht? Ich mache das nicht. Okay. So, das brauche ich. Shit, no, you don't. Was ist los bei dir? So, Wunderblütensirup. Freddy, brauchst du auch schon Glitzer? Nee, alles gut. Ich bin noch ziemlich organic gerade unterwegs, bevor ich meinen chemisch Glitzer da reinballer. Ja. Leck mal da. Leck mal da dran. Ist das schaumig? Ich hätte es vielleicht mit Zucker mischen sollen. Ich fang nochmal von neu an, das geht nicht. Mann, Kelly, ich bin schon fast fertig. Jetzt beeil dich doch mal. Ich kann es eigentlich da reinmachen. Holy shit. Blau. Ist das ist nicht blau. Okay, was ich hier gerade mache? Ich mache heftigen Champagne. Mann, Alter. Deine Mama wäre stolz auf dich. Blauer Shimmer. Shimmer. Blau. Das sieht voll cool aus. Das sieht so Galaxy-mäßig aus. Also jetzt einfach so. Ja. Franklin ist in einer Minute da und bringt unser Essen. Shit, oh, das mache ich nicht zu. Franklin. Ist unser Essen. Jetzt los, Papi. Kannst du versuchen, was in der Zeit... Kannst du dem Euro Trinkgeld geben oder so? Keiner gesehen. Duschen, machst du das auch nicht mit rein? Das, Duschen! Du schneidest das nicht mit rein, man, das hat mich schon. Jetzt bin ich da, wo ich vor 10 Minuten war. Don't, just don't. Blossom! Ja, ich komme voll drin vor. Ja.
Nein, sieht voll schön aus. Oh, ich reagiert mal mit den Eiswürfeln. Guckt euch das an. So, alles voll. Guckt mal. Das sieht voll schön aus. Gut, dass wir in 4K aufnehmen. Wir nehmen in 4K auf? Yes. Shit, zum Glück bin ich noch gespannt. Das macht mir nicht leichter heute, ne? Okay, Eis. So, jetzt mache ich meine Bubbles hier rein. Ich bin gleich fertig. Wie sieht es mit euch aus? Ja, gleich. Ich auch. Ich bin auch gleich fertig. Nimm ich so. Silber oder Gold? Ich auch Bubbles. Space Silber. Oh mein Gott, sieht deins cool aus. Es sieht mega geil aus. Das ist das most girly Ding, was ich jemals in meinem Leben angeguckt habe. Das ist Gold. Da lässt du mir jetzt mal deine feminine Seite aus. Jeder hat eine feminine. Ich muss feminine. Ich habe die Zitronenscheibe jetzt muss. Das ist auch so geil, dass eigentlich jeder einfach nur in seiner Welt gerade ist. Komplett so drauf. Es interessiert mich nicht, dass hier existiert. Oh, guckt das doch euch mal an, die sind so gut. Du auch, Freddy. Ja, ich tue mein Bestes. Wow, so schön. Mal seinen Druck. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Special. So aus wie eine Rose. Wow. Guck, warte. Wow! Beautiful. Ey, heute haben wir uns nochmal übertroffen. Heftiges Ding. Das ist ein heftiges Gerät. Sorry. Ich mache das erste Mal. Hast du die Bubbles reingemacht? Ja, ist drin. Ja, da oben sind ganz viele Bubbles drin. Bei dir sind ultra viele Bubbles drin. Cocktail. Wow. Prost. Cheers. Prost. Prost, Tachin, ne? Diese Bubbles sind so geil. Oh mein Gott, Leute. Das ist nicht scheiße. Ich bin ich habe den besten Drink aller Zeiten. Ja, alles. Alles. Taste Test. Wollen wir Freddys zuerst? Ja. Oh. Ja, es sieht aus wie eine Marmelade, wie eine trinkbare Marmelade. Ja, es ist halt frisches Obst, ein bisschen Zucker. Okay, Dr. Ice Cream da hinten. Oh, eklig. Shit, wir können nicht mal mit Freddy drehen. Ekelhaft. Absolut, würde ich niemals wieder trinken. Ich habe ihn entwickelt, den neuen Drink. Zum Glück haben wir alles aufgenommen, wenn man damit viel Geld verdienen kann. Ohne Scheiß, er sieht halt auch mega schön aus, dieser braune Zucker da oben drauf. Kokoszucker. Ich bin angespannt. Wie ist deine Nervositätsseite? Kommt genau in sein Gesicht, der Welt ist rum. Ich sag nach Kelly. Okay, während Kelly trinkt, sag ich, okay? Mhm. Holy shit, ist das lecker, nur wegen dem fucking Sorbet. Das ist so geil, so süß, man schmeckt halt gar nichts an Alkohol raus. Das ist richtig lecker. Und da ist ganz schön viel, das der ballert. Ja, ja, da ist, boah, das schmeckt mega lecker, ist aber okay. Das ist so ein Strandding. Testet erst mal meinen. Da läuft sogar schon die Sahne runter, Mann. Nein, ey, das ist keine Sahne, das ist Milchschaum. Oh Gott. Okay, also ihr müsst von unten nach oben ziehen. Ja, manche trinken. Dann trinkt man so. Das ist der Interactive. Ich sag mal nichts, ich warte bis Freddy probiert. Okay, cool. Da freue ich mich ja jetzt schon auf das Erlebnis. Mega lecker. Bei deinem habe ich voll Bock, an den Strand zu gehen. Das ist so Terrasse und das ist, wenn du dich fühlen willst wie 8, aber auch gleichzeitig besoffen sein möchtest. Okay, da hat der dritte Platz darf entscheiden, wer der erste ist. Ja. Das Äußerliche gefällt mir sehr mit dem Blumenakzent. Oh, mit dem Schaum am Anfang. Ne? Mhm. Und ich muss auch sagen, die Farbe ist richtig schön. Das ist ein richtig toll, auch anpassend zu deinem Make-up und zu deinem Oberteil gewählt. Mhm. Fällt mir sehr gut. Das ist von Freddy, das ist eh scheiße. Nee. Den Brand und den Zucker habe ich selber nicht hinbekommen, deswegen mad Respekt an dich. frische Minze ist immer eine tolle Note. Außerdem die frischen Beeren natürlich ein großer Pluspunkt. Auch eine bittere Note, aber hat es gereicht. Aber durch die Bubbles kann man nicht so süß wie bei dir, sondern nur so. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, Dito, wünsche dir auch. Unfassbar. Ich gönn's dir voll. Ich wusste, dass du hier viel mehr Arbeit reingesteckt hast. Ich muss sagen. Das ist deine Küche. Stimmigeres Gesamtbild. Schweren Herzens. Freilich. Wow! Damit hätte ich wirklich gerechnet. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Aber ich bin natürlich, wow, du hast es, wow, tolles Ding. One moment in time. And a man's dust will bleed. Haben wir eine Krone für ihn? Er ist jetzt offiziell.
offiziell im Club aufgenommen. Ach, jetzt nicht noch eine Krone dazu, oh, Mädels. Bitte. Ich bin echt hier ordentlich schon in die Richtung investiert. Wir machen keine Krone jetzt. Ja, tu einfach da runter. Sie sind gesegnet. Ach, danke. Die heilige Maria, Mater Gottes von der Falle. Falls ihr immer schon mal gefragt habt, wie Tschechen ihren Namen bekommen, wir haben mal ein bisschen Minz ins Gesicht. So machen wir Parfüm. Schreibt mal in die Kommentare, wer glaubt ihr, wer hat gewonnen? Gewinner des Herzens. Gewinner des Herzens oder auch einfach, weil ihr konntet es nicht probieren, deswegen seid ihr wirklich absolut die falschen Leute, die deswegen das entscheiden lasst sollten. Lasst euch nicht von deren Meinung beeinflussen. Die müssen wir leer machen jetzt, ne? Also. Denn wir sind drei Mädels mit drei Cocktails, die ballern. Boah, nicht so weiße Sahne, Kelly. Das kannst du nicht machen. Geschluckt. Ich will... Oh, heute. Hier seht ihr die Kanäle von den beiden. Hier kommen Videos von den beiden. Geht auf jeden Fall zu, einfach ein ganzes Video abspielen. Zu den beiden auf den Kanälen und grüßt da und sagt, Freddy hat gewonnen. Ist das geil? Lecker? Absolut nicht. Bah. Probier. Und damit tschüss.